jetzt kommt es an meinem Wargefight auf Mike Clan. Ich fighte in dem Project Alpha Public Edition gegen das V6 Public Phantom von Disco Wüste. Ja, ja, und ich muss die Kategorie auch richtig natürlich eingeben. Was geht los? Ich fighte gegen Messspasti. Ja, also er hat auf jeden Fall keine MGs, das Public von ihm. Also das Phantom. Und dann mache ich meine erstmal an. Dann werde ich, glaube ich, auch erstmal oben an die Mörser gehen. Und so kann ich immer in die Halbboy setzen und nur zwei Units und oben die meisten Kanonen. So, erstmal schön TNT. Voll. Ja, jetzt dürfen wir 40 Sekunden warten müssen. Naja, 30 müsste die MGs anmachen müssen. Ja, bei 7 oder 8 machen wir es an. 15. Komm schon. Ich hoffe, er geht in die Stichse oder so. So, MGs sind an. Ich gehe jetzt gleich natürlich erstmal die Mörser. MGs gut angemacht. Der Sound ist gerade ein bisschen laut irgendwie. Ist jetzt egal. So, mittlerer Mörser. So, jetzt beleidige ich den ersten Mörser. Das ist hier irgendwie ein Bug. Lol. Mich ja nicht beladen. So. Ich leck das gerade bei mir, ich weiß nicht wieso. Den ganzen Tag noch nicht so. Ja, kann die Mörser so langsam. So, aber ist jetzt egal, schießen wir. Ich hoffe, dass dieser Schildbug da nichts anderes auswirkt. So, nice. Gut. Und wir Mörsern direkt nochmal hinterher. Oh, ja, da kam neben mir ein Mörserschuss rein. Wie leckt das gerade? Ich weiß nicht wieso. So. Oh, der Mörser ist down, okay. Dann schieße ich schon gleich mit dem hier über dich. So. Ich weiß nicht, ob er schon Durchschuss hat. Aber ich wette, der schießt gerade auch gleich mit dem, deswegen werde ich jetzt einfach den nochmal im Mörser-Modus. Vielleicht bin ich ihn ja mit dem kleinen Sprengkopf wegmachen. So. Ich stelle gleich nochmal das Leo, der macht nämlich einen besseren Sprengkopf. Jetzt ist ja gerade ein Mörser, den brauche ich ihn gerade nicht. Gucken, welche Seite war das? Hier. So, schießen wir. Oh. Da haben wir auch nochmal geschossen. Ich habe gesagt, dass er mir da noch einen Mörserschuss reinjagt. Ich glaube, wir haben noch keinen Durchschuss, aber das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt erstmal unter in die Halbauto. Ich hoffe, ich habe einfach mal seine Mörser mit gekillt. Achso, nee, es ist die Seite. Ich hatte irgendwas hochgegangen. Ja, ich gehe aber erstmal in die mittleren. So, wir hatten ein bisschen Halbauto. Das Gute an einer Löffel ist, die brauchen nicht so lange, bis sie voll sind. Klar, zwei Löffel brauchen auch nicht so lange, aber ja. Und ich schieße schneller. Aber ich glaube, wir brauchen locker so 5-6 Stacks, damit die durch ist. Oh, da ist mir, glaube ich, entweder ein Mörser oder ein Stich oben eingeschlagen. Das Gute ist, die man bei Portschild einfach ziemlich schnell durchschuss. Finde ich echt ein Vorteil. So, nächstes Deck. Also wenn die Anzeige gestimmt, habe ich noch 11 Kanonen. Aber er hat mir doch geschützt, weil gekillt, also ja. Also ich habe noch 11 Kübelsteine, das muss man sagen. So. Ich habe auch den nächsten Stack leer. Auf jeden Fall wird bald mal der Überkopffight, der wird auf jeden Fall noch kommen. Sogar wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Den habe ich sogar schon aufgenommen, weil er wird danach kommen, weil. Ja. Weil ich die wahrscheinlich ja schneiden werde. Ja, dann kommt auf jeden Fall auch noch das PP-Tutorial, das neue. Das habe ich auch schon angefangen aufzunehmen und muss ja noch weitermachen. Das ist von auf nächster, das ist halt ziemlich viel Arbeit. Ja. Und das Geile ist, ich bin in der Nähe von Frankfurt, also in Hessen, und ich habe noch eine Woche Ferien. Ich glaube, fast alle anderen Bundesländer haben keine Ferien mehr. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig. Dadurch habe ich auch schon ziemlich viel jetzt noch Zeit für zum Videos aufnehmen. Den Stick schieße ich jetzt noch leer. Oh, lol, GG. Der Halbbruder bestimmt. Wir sind da oben jetzt hinweg, hier noch einen Stich reingehauen. Okay. Ja, die hat. Okay, die MGs haben nochmal Schaden gemacht, ist klar. Ich habe mit dem aus dem WG schon, ja, lol. Oh, geil, ja, der Mörser. Okay, er hat nicht den anderen Mörser gekillt, wie ich gehofft hatte. Er hat sich runtergemörsert.
Aber die Halbauto hat anscheinend entweder seine Stich gekillt. Das Gute ist, dass der Hive macht und so. Und. Ja, aber den. Ach nee, das ist ein anderer Boss. Doch, ich habe zweimal sie ihm gekillt, aber es war halt mit der Halbauto. Okay, würde ich einfach mal sagen: GG. Und dann würde ich auch mal sagen: Wir hauen jetzt einfach nochmal hinten einen Fight dran. Bis so, wir kommen zu Cypher. Ich fighte gegen Philipp Rixen. Er fightet in dem Thunderstroke Public. So. Ich weiß nicht, dass den Gehren zuerst bei euch gerade gegen Disco fighten, weil der wollte wieder irgendeine von seinen Challenges machen, die er gar nicht geklaut hat, husten. Spaß. Ja, aber der muss jetzt seinen PC noch starten und kommt nicht wieder, deswegen fahre ich jetzt gegen Philipp Rixen. So. Aber der Thunderstorm Public hat oben, soweit ich weiß, ja, 5 Artis. Dann würde ich sagen, ich gehe erstmal nicht nach oben, sondern gehe in die Halbautos. Ja, 5 Artis, in der Mitte 4 Stichs und noch eine Stich und 4 Hühnstreus, okay. Hier gucken mich an, nötig. Ist ja nicht so, dass von draußen genug Licht reinscheint, aber ja. So, 15 Sekunden noch. 10, 9, 8. AMG sind an. Ja, ich komme mich erstmal in die mittleren zwei Halbautos, gehe ich jetzt erstmal. Er hätte keine MGs. Ah, ich hätte Sound vielleicht leiser machen sollen, ja. So. Jetzt bleiben wir die Halbautos durch, wir gucken, ob wir wieder spielen wie beim letzten Mal. Ja, der letzte Fall ging nur 6 Minuten knapp. Also ja, hängen wir auf jeden Fall noch einen Fight dran. Er hat halbes Herz verloren, glaube ich zumindest. Ich weiß es schon vorher. Vielleicht packt die Anzeige rum, aber keine Ahnung. Aber jetzt will ich aber noch was ansprechen. Und zwar ist es ja wahrscheinlich, dass PP in der nächsten Zeit auf jeden Fall auf die 1.9, also 1.9 gehen wird. Weil die 1.7 halt jetzt schon ziemlich lange her ist. Und ja, gut, wir reden mal. Ich würde sagen, ich hänge gleich nochmal einen Fall dran, dann reden wir da drüben nochmal. Also, schauen wir uns mal den Schaden an. Warte. Ist die halbe hier reingefallen? War ja eine perfekte Idee. Es kann sein, dass er hier gerade war. Weiß ich aber nicht. Oder er war unten einer Hühnchen-YouTuber. Ja, ich bin schon auf Fetch auf YouTube runter reduziert. Okay, cool. Okay, die Stich wurde getroffen. Ich weiß nicht, es kann sein, dass er da gewesen ist. Oder hier, die wurde auch getroffen. Aber dann mache ich jetzt nochmal einen Cut und wir sehen uns zum dritten Fall hinter. Bis gleich. So, hätte er jetzt schon beim dritten Fall. Genau. Wir fighten Doc Livin, es ist jetzt ja 3 vs 3. Ich mache jetzt gleich erstmal die MGs an. Ich will 6 in die Halbauto. Das ist etwa 6, glaube ich. So. Wir fighten hier gegen das Thunderstorm Public wieder. Aber jetzt im 3 vs 3 dürfte es nicht so schnell gehen. Ja, und jetzt kann ich auch die Sache ansprechen, die ich schon ansprechen wollte. Und zwar mit der Minecraft-Version 1.9. Wie gesagt, PP will ja wahrscheinlich in den nächsten Monaten, wenn die Karte 2.0 fertig ist, drauf updaten. Also ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, aber es soll halt passieren. Und wenn ich euch fragen, erstmal ist, findet ihr das gut? Und dazu werde ich jetzt auch mal oben eine Umfrage schalten. Das geht jetzt natürlich nicht Quatsch. Findet ihr gutes PP auf die 1.9 Update? Ganz einfach diese Frage. Aber könnt ihr einfach gerne mal mit Ja oder Nein. Das wäre echt ziemlich nett, weil es würde mich einfach mal interessieren, was ihr davon alle haltet. Ich gehe jetzt halt mal in die Halbauto. Und habt ihr auch schon mal, es gibt ja auch zum Beispiel einen PP 1.9 Server, den kleinen, wo man testen kann, oder halt auch im Singleplayer, habt ihr schon mal auf der 1.9, habt ihr schon mal der Kanonenspiel getestet, weil die TNT-Physik wurde halt grundlegend verändert, schon seit der 1.8. Halt, das TNT schwimmt, TNT springt höher, ich weiß nicht genau alles, aber habt ihr ja auch schon mal Kanonen getestet und wie findet ihr die neue Physik? Also das könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ja, also ich habe halt ein bisschen, keine 1.9, also das PvP, naja. Also ich spiele halt manchmal auch zum Beispiel, ich spiele schon gerne ein paar PvP-Modi, zum Beispiel Skywars oder Cores of Gomme. Oder halt auf die Modi 1.1, deswegen, also ich kann mit dem neuen PvP-System halt irgendwie nichts anfangen, aber Elytra, das finde ich richtig geil. Das finde ich echt eine coole Idee. Aber sonst bin ich kenne ich mit der 1.9, ja, es gibt halt ein paar neue Blöcke, aber sonst, ja. Ich hätte gerne die Physik aus der 1.7 wieder, dann wäre die 1.9 ganz geil. Ja, aber sonst, ich find 1.9 ganz okay, aber Elytra, das ist wirklich richtig nice. Aber es gibt halt, weil, oder halt aber auch mit diesen, halt, wenn man zum Beispiel 1.9, es gibt auch zum Beispiel Gomez, ja, hat ja so ein 1.9, aber ich kann damit halt mit dem PvP nicht sehr viel anfangen. Klar, es ist eigentlich Gewöhnungssache, aber trotzdem. Oh, mir ist gar eingefallen, die Gegner sind zu viert, lol.
Kann man mal machen. Ja, aber dann haben wir erstmal die Halbauto gleich durch mit dem Stack noch. Aber es lebt noch alle, also ist ganz lustig. So. Komm. Jetzt hier noch die fertig. Hier einmal wieder die Leiste voll machen, dann gehen wir in die nächste. Ich hoffe, das ist keiner. Aber der Gegner muss ja schon. Oh, oh, beim Gegner ist endlich mal einer gestorben, danke. Bei uns ist immer eigentlich fast voll Herzen, weil hier steht zwar 6 Herzen, also 3 Herzen, aber ja, ich habe ja mehr. Ich habe ja noch voll live. Aber mit den Halbautos haben wir eigentlich schon in dem Morgen ziemlich, ziemlich Fisten. Ja, gut, jetzt geht die Halbauto wieder. Und was die Sache ist lustig ist, man kann jetzt mit der auch jetzt auf meinem Plan mit der 1.8 draufschreiben, also 1.7 und 1.8. Oh, und noch einer von denen tot. Also das finde ich jetzt ganz cool, auch wenn es in der 1.8 ich probiert etwas ein kleines bisschen buggy ist, aber finde ich echt eine gute Sache. Aber was, aber haben wir jetzt im Fahrzeug, also wir sind jetzt noch, immer noch zu dritt, bei den Gegner sind nur zwei Leute und ich glaube mit den Halbautos haben wir sie ziemlich geschnetzelt. Das sage ich auch immer, das OP-ste an dem ganzen Wort hier. So. Fallen mir die nächste Stack leer und ich weiß, ich habe es eben versprochen. Auf jeden Fall X7 und X8 jetzt schon kommt. Ich glaube, ich werde es zur gleichen Folge aufnehmen. Oder nee, ich stelle jetzt erstmal das Video, damit ihr es schön zu sehen bekommt. Weil ich habe es den einen Tag vorher aufgenommen. Und danach werde ich auf jeden Fall nochmal X7 und X8 aufnehmen. Ich habe ja noch eine Woche Ferien. Was ziemlich praktisch ist. Ja, diese eine so kleine Swiggy, ja, Mini-Wiggies. Und schreibt auch mal in die Kommentare, wollt ihr ein Let's Show von der Fire Phoenix Mini-Wiggy-Reihe sehen? Also wenn es so ist, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wir haben da also drei lustige Minis. Also wenn es so ist, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Da kann ich ja gerne mal von allen drei Let's Show machen. Und jetzt sind wir auch gleich mit den Herbordos durch. Und da dürfen die doch schon fast nicht groß sein, oder? So. Hier, der Stack ist fast fertig. Dann machen wir noch einfach einen Stack, damit wirklich alles tot ist. Wir haben noch 10 Kanonen nach der Anzeige. Also 10 Kürbislaternen, sollte man sagen. Die stimmt auch nicht ganz. Und auch habt, weil auch WGK 2.0 ist ja in der Test- bzw. Beta-Phase. Wie findet ihr eigentlich WGK 2.0? Also ich finde eigentlich die Idee ganz lustig, ich habe es lange nicht mehr getestet, es gibt jetzt einen neuen Spawn und alles. Also ich finde es eigentlich, aber so wie es werden soll, ganz nice. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Mist. Aber ich glaube, die sind weit auf dem Dach. Geht hier erstmal mal in den Mörserlauf. Yay. Oh ne, da oben ist der andere. Treff mich nicht, nein. Nein. Ja, treff mich doch, fokusse mich doch einfach, ist da. Oh, ich habe nur 3 Herzen. Das hat mich wie viel hat der Pfeil mir gezogen? Toll. Yay, yeah, ich bin One-Hit. Bitte, ich möchte diesen Pfeil jetzt nicht im Bauchfight verlieren. Dann werde ich wütend. So, komm. An der Antisound im Mörserlauf. Fokus ich mal ein bisschen. Dürfte easy zu treffen sein, außer man trifft halt einfach nicht, was gerade der Fall ist. Okay, ich triff doch. Ach komm, anzeige ich mir. Oh, okay, geil, ich habe ihn getötet. Nice. So, der andere ist noch auf dem Dach. Der ist ja, schau mal so, Sumbura. Und auch noch getroffen. Nice, GG. Und dann gehen wir so. Oh. Hab ich gesagt, dass hier Abos OP sind? Ja, hab ich. Ja gut, die Gegner sind weg. Okay, mit der Abo-Auto wurde anscheinend nicht... Ah, die ist hochgegangen, okay, anscheinend. Oder getroffen. Ach, keine Ahnung. Oh ja, ich glaube, die wurde von irgendwo geschädigt. Ich weiß jetzt nicht genau, aber hier... Oh mein Gott, haben die 3 Abos gestellt. Hier wurde das unten schon weggemacht. Aber hier, die Abo-Auto hat ja gleich die Artis oben noch... Geil, waren die Tech-K.O.? Ja, die hat vielleicht nur zur Hälfte funktioniert, aber sonst, die waren ja komplett weg. Nice. Und die waren sogar einfach eine mehr. Also die Halbautos, ihr seht, die haben übelst geschnitzelt. Ach, guck mal, mit den Mörsern wurde anscheinend auch geschossen. Hier.
Müssen wir gerne mit diesen drei Halbautos. Okay, das ist nice. Okay, ja, gefällt mir. Wie ihr seht, wir würden zwar hier ein bisschen Damage, aber eigentlich haben wir nur oben Kanonen verloren. Schade, echt alle mal so, die waren wirklich alle weg, aber dann. Ach komm, ich fliege jetzt mal kurz hoch. Also, dann würde ich sagen, das war der Surfer-Episode. Kein Plan. 46 oder so, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ist, dann lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.